Hallo, ihr Quirlinge! Der Exalp-Bestie von Xakor steht im sonnigen Regen von Goliath. Und das Schöne am Regen von Elex ist, dass er nicht so wahnsinnig laut ist wie der Regen in Risen Teil 2. Der hat mich ja in den Wahnsinn getrieben im Let's Play, weil das derartig laut war und dieses Gedonnere, dass man echt nichts mehr verstanden hat teilweise. Aber hier ist es nicht so und hier ist Duras und Duras wird was erfahren. Ein Wort zum Mord an Askor. Irdor ist ziemlich schwach auf der Brust. Er kann ja kaum ein Schwert halten. Askor war ein gestandener Kerl. Damit fällt Irdor als Mörder von Askor wohl raus. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat. Nehme ich ihn jetzt mit? Ich weiß nicht, wie er zu solchen Klauaktionen steht. Also geht's überhaupt? Also wenn ich es sagen kann, dann geht's garantiert. Ich nehme an, es geht jetzt. Aber ich frage ihn das jetzt nicht, weil das Nächste, was ich machen würde, wäre, ihn hier genau an dieser Stelle stehen zu lassen. Aber dann mault er mich irgendwann an. Kommt er gar nicht mit und lässt mich hier stehen und im Regen. Und so kann ich sagen, du stehst doch da von alleine. Ja? Das ist gar nicht meine Schuld. Und hier ist jetzt mal der Kollege Kormak an der Reihe. War ich hier hinten schon? Ich würde behaupten, ja. Kormak kann mir bestimmt helfen. Und hier wird leider alles bewacht. Tag und Nacht. Hi. Sinder braucht eure Hilfe. Der Hammerclan ist immer bereit zu helfen. Worum geht es? Sie braucht Leute, die die Nahrungslieferungen aus dem Wald holen. Das ist doch Aufgabe des Eisenclans. Die Männer des Eisenclans sind gestorben. Es gibt auch noch genug von ihnen. Das sind mir vielleicht Feiglinge. Wenn ich helfen soll, dann nicht ohne meine Männer passend auszurüsten. Angesichts der Umstände schrecke ich auch vor unkonventionellen Methoden nicht zurück. Ich will schließlich nicht, dass meine Männer wie die vom Eisenclan enden. Also wirst du mir einen Bewegungssensor beschaffen. Am besten begibst du dich zum Schlund und siehst dich dort nach einem um. Also werde ich das tun. Schön, dass ich das also tun werde. Ist das nicht gegen das Gesetz? Mach dir darum mal keine Sorgen. Sobald ich den Sensor habe, kläre ich das. Hol ihn einfach. Woher weißt du eigentlich, wie so ein Bewegungssensor funktioniert und wie er einzusetzen ist? Okay, also das ist jetzt die Queste und das habe ich ja schon gemacht. Ich habe den Sensor schon bei meinem ersten Stundbesuch gefunden, also. Ich habe den Bewegungssensor für dich. Sehr gut. Ich werde meine Männer damit ausrüsten und zu Sinder schicken, sobald sie bereit sind. Sag ihr, sie kann auf die Unterstützung des Hammerclans zählen. Kormak ist total cool, mal ganz ehrlich. Der ist irgendwie entspannt, scheint seinen Clan im Griff zu haben, hat freie Kapazitäten, hilft und sieht die Dinge nicht ganz so dogmatisch. No? Also wenn die hier alle so wären wie Kormak, dann würde der Held vielleicht nochmal überlegen, ob er nicht doch den Berserkern beitritt. Aber da gibt es ja andere. So, jetzt gehe ich mal zu... Achso, habe ich jetzt nochmal kurz checken. Ich habe doch jetzt den Bewegungssensor nicht mehr, richtig? Aber kann denn der gewesen sein? Das finde ich ja nie wieder. Hier wäre er vielleicht gewesen. Gibt es eigentlich eine eigene Rubrik für Missionsgegenstände? Nein. Keine Ahnung, wo der gewesen wäre. Ich nehme an, er ist jetzt nicht mehr da. Punkt. Was habe ich hier Neues? Ach, das ist wegen dieser Punkte noch. Richtig. Oh, ich habe gleich einen Level-Up. Und wie sieht es hier aus? Muss man gerade gucken. Also, Indizienbeweise, da habe ich Zahn um Zahn, ein Krieger und der Berserker, Indizienbeweise, genau, da habe ich mit Irdor gesprochen, habe ich gemacht. Das sind die laufenden Geschichten und abgeschlossen habe ich Edan. Nachschub für die Setzer, nicht zum Verzehr geeignet. Ach, das hängt da drunter, verstehe. Und ein neuer Deal habe ich jetzt... Energie gehört zu ein neuer Deal, aha. Okay, gut. Ich nehme an, dass ich von Sinda jetzt ein bisschen was bekomme, oder? Und zwar mehr als einen feuchten Händedruck.
Und irgendwelches Gemaule. Ich kann hier nicht weg. Ja, und da ich ja von euch weiß, dass Questen ablaufen können, ich laufe falsch. Dann müsste ich mir danach mal überlegen, welche Queste als nächstes wohl zeitkritisch wäre. Ich nehme fast an, das wäre die Geschichte mit Suche Stormson, der in den Wald verbannt werden soll. Und da bräuchte ich dann aber Durast, das werde ich alleine nicht machen. Hier im Unterhemd und ohne Ahnung. Und ohne Skill und ohne Gameplay-Erfahrung. Aber das sind Sorgen von morgen. Erstmal die Belohnung von Sinder einstreichen und dann soll ich ja auch Bertram weghauen. Wobei das dürfte keine Queste sein, die zeitkritisch ist, oder? Ich weiß auch gar nicht, ob mir dann Durast dabei hilft. Sinder? Nee. Hallo! Oh, sag mal, hast du da gerade hingerotzt oder was? Igitt, du bist doch barfuß, weißt du das? Okidoki. Der Hammer-Clan wird dich unterstützen. Wirklich? Du hast Cormac tatsächlich überredet? Ja. Das ist ja hervorragend. Ich weiß. Ich habe noch etwas Elixit in der Hinterhand. Was willst du für deinen Dienst haben? Im Moment würde ich das obere nehmen. Quetsch die Fraktion ruhig aus. Gib mir 300 Elixit. Ich denke, das ist angemessen. Man kann kein Preisschild an das Wohlergehen Goliaths hängen. Hier, gib nicht alles auf einmal aus. 300 Schmitter hätte sie mir wohl mehr gegeben, wenn ich ihr gesagt hätte, gib mir, was du für angemessen hältst. Werde ich nicht wissen, aber das ist okay gewesen. Das war echt okay. So schlimm oder so schwer werde ich weiß jetzt nicht. Jetzt habe ich ein Level-Up gehabt. Mach mal auf. Wie geht das hier? Immer dieser Technikrahmen. Ja, beruhige dich da hinten. Ich habe jetzt wieder einen Lernpunkt und ich habe 15 Attributspunkte. Was würde ich denn am besten lernen? Tja. Ich müsste eigentlich anfangen, so ein paar Waffendinger hier, also Kampffertigkeiten zu üben. Einerseits. Andererseits lockt mich dieses Geraffel mit dem Handwerk ganz, ganz, ganz enorm. Nämlich... Ich such's gerade. Hier. Schlösserknacken sowieso. Aber auch... Chemie. Könnte ich die 10 Punkte in Intelligenz packen und mir dann Chemie leisten? Hacken. Hacken ginge jetzt schon. Aber da habe ich jetzt bisher... Also ich werde die nächsten Episoden ja noch... also noch längere Zeit in Edan verbringen. In Edan ist bestimmt nicht so viel mit Hacken. Deswegen kann ich das mal noch ein bisschen verschieben. Bergbau. Kann ich gar nicht machen. Immer mit der Ruhe. Wo ist denn hier dieses Zerhacken und Zerlegen von Sachen? Was ist das denn? Persönlichkeit. Attributspunkte. Das kann ich mir nicht leisten. Erfahrener Jäger. Mehr Erfahrung. Das sollte man auch früh machen. Desto mehr lohnt sich's ja, wenn man das früher macht. Ist aber unerreichbar von den Attributen her. Bücherwurm. Zusätzliche Erfahrung. Praktika. Das kann ich mir alles noch nicht leisten. Das hier ginge. Feilscher. Ist aber jetzt nicht so dringend. Kampftheorie kann ich mir nicht leisten. Überlebenstheorie kann ich mir auch nicht leisten. Handwerkstheorie. Nee, oder? Womit? Mit welchem Skill zerlege ich Sachen? Da gab's doch irgendeinen. Das muss doch hier irgendeiner sein. Schlossexperte? Nein. Klauen? Taschendiebstahl ist... das könnte ich ja schon fast. Geschick plus 10 und zack. Jetzt finde ich echt eine Versuchung. Man klaut nur zweimal. Waffen aufrüsten. Das ist, um Waffen aufzurüsten. Das will ich nicht. Ich will Waffen zerlegen.
finde den Skill nicht. Das kann doch gar nicht wahr sein. Moment mal, halt. Immer dieser Technikkram. Beruhige dich. Welcher Skill ist das, wenn ich was zerlegen will? Oder brauche ich dafür keinen Skill? Ich bin der Meinung, ich brauche dafür einen. Ich habe hier ein Beil. Ich habe zwei Beile. Steine. Dragonbone. Waffen. Munition. Fernkampfwaffen. Wenn ich das Beil mir angucke. Waffen aufrüsten. Will ich ja nicht machen. Das ist ein Beil 1, das will ich nicht. Waffe modifizieren, will ich auch nicht. Waffe ausschlachten. Dafür brauche ich den Skill auseinanderschrauben. Was ist das für ein Skill? Wo ist der? Er heißt auseinanderschrauben. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ich weiß, deswegen bleibe ich auch nicht lange hier. Ist das ein Skill der Outlaws? Tatsächlich. Heißt das, nur Outlaws können Sachen auseinanderschrauben? Und andere können das gar nicht? Ist das wirklich so? Oder kann auch ein Kleriker das lernen? Okay, also dann ist das im Moment ja erstmal gestorben. Und ich liebäugle mit dem Taschendiebstahl. Es muss einfach sein. Wer meine Let's Plays kennt, weiß, dass das nicht... Also es geht nicht ohne. Wer kann mir das denn beibringen? Taschendiebstahl, das ist doch ein Handwerksskill. Das wäre doch dann Alrik, oder? Alrik. Und hier gäbe es noch so ein Rezept hier. Aber der Typ steht doch gerade am Feuer und frisst. Und der geht gerade. Speichern. Das kann er nicht sehen, richtig. Das ebenfalls nicht. Das auch nicht. Und mehr Sachen liegen hier an seinem Rücken nicht herum. Schade. Was ist das hier eigentlich? Irgend so ein Ofen oder was? Gut. Auch da wollte ich gerade mal die Chance nutzen. Dann Alrik. Alrik ist in der Nähe von Sindar. Das ist weit. Na gut. Es ist total unorthodox, wie ich hier wieder spiele. Muss halt Duras den Arsch hinhalten bei Kämpfen. Tut mir leid. Aber Taschendiebstahl ist die erste Stufe in Griff weiter. Deswegen werde ich das machen. Punkt. Es ist total gaga. Ich weiß, aber das mache ich trotzdem. Klauen macht Spaß. Ja, ich gehe mal gerade beschleunigt zu Alrik. So, Dele. Ich gehe davon aus, dass Alrik mir das beibringen kann. Darum... Verdammte Technik. Beruhige dich. Darum, erstmal mal geschaut, ich brauche jetzt beim Handwerk, wenn ich das lernen will, Klauen. Ich brauche Geschicklichkeit 25. 15 habe ich, also. Geschicklichkeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. 10. So, fertig. Übernehmen. Dankeschön. Dann kann ich klauen. Waffe aufrüsten könnte ich jetzt übrigens auch. Aber erstmal klauen. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Klauen kostet mich 250 auf der Stufe 1. Erlaubt dir, Taschendiebstahl zu begehen und verbessert die Wahrscheinlichkeit, unentdeckt zu bleiben mit jeder Stufe. Schleiche dich, also ich habe es gelernt, Handwerk plus 1, Klauen gelernt, 1 von 3.
schleiche dich mit Steuerung links von hinten an jemanden heran, um einen Taschendiebstahl zu begehen. Aber pass auf, dass dich keiner sieht. Das ist klar. So. Jetzt verstehe ich das natürlich so, liebe Quirlinge, ich mache jetzt in dieser Episode keinen ersten Taschendiebstahl mehr, weil ich mit euch erstmal darüber reden möchte. Geh mal weg, sonst fängst du ja wieder einen blöden Spruch ein. Die Tatsache, dass ich hier einen Skill habe, der da lautet Handwerk, man klaut nur zweimal, erlaubt dir beim Taschendiebstahl einen weiteren Gegenstand zu klauen, der lässt mich ja glauben, dass ich erst das hier auch noch, also wenn ich jetzt jemanden beklaue, dann kann ich offenbar nur einen einzigen Gegenstand klauen. Kann ich jemanden denn nochmal beklauen? Geht das? Also kann ich jemanden beklauen und ziehe den Apfel aus der Tasche und dann beklaue ich ihn nochmal, meinetwegen am nächsten Tag, und ziehe ihm das Taschentuch aus der Tasche und dann beim dritten Tag beklaue ich ihn nochmal und ziehe ihm einen Schlüssel aus der Tasche. Geht das so? Oder kann ich jemanden nur einmal beklauen und wenn es klappt, dann ist derjenige abgehakt und ich kann ihn nie wieder beklauen? Oder ist es so? Und wenn letzteres der Fall wäre, könnte ich dann, wenn ich dann irgendwann mal das hier habe, dann jemanden nochmal beklauen, den ich schon mal beklaut habe? Das wäre wichtig zu wissen, weil sonst sollte man ja mit dem Klauen erst anfangen, wenn man hier unten das auch hat. Das wäre aber noch, 5 Punkte hätte ich noch, 30. Das wäre noch 25 Gerissenheitspunkte entfernt. Das würde noch sehr lange dauern. Das würde ich gerne mal von euch wissen, zum Taschendiebstahl, so ein paar Erfahrungsberichte, wie das überhaupt geht. Weil rein rollenspielerisch kannst du natürlich jedem alles aus der Tasche klauen, solange der das nicht merkt. Und wenn die Engine hier aber irgendwelche Begrenzungen setzt, dann würde ich die gerne vorher wissen. So, Alrik, handeln. Ich will handeln. Sicher doch. Du bist mein Hehler, jetzt schließe ich hiermit. Ich verkaufe dir was? Das Beil. Da ich gerade keine Geldnot habe, verkaufe ich mal Dinge nicht, die ich theoretisch zerlegen könnte. Ich verkaufe dir aber hier mal so ein bisschen Kram, den ich nicht brauche. Nämlich, du bekommst jetzt die goldenen Kelche. Zwei Kelche und eine Schatulle. Das coole Spielzeugauto behalte ich mal. Ich glaube, das hat doch irgendeinen Sinn. Gut, Eleni Krüge. Nix mit gut. Zwei gute Teller, Besen, Öllampe, Hammer. Ja, das ist so der Kram, den ich gerade nicht brauche. 1700 Elixit, das ist okay. Das ist mehr als okay, glaube ich. Ende. Abschießen, jawohl. So, dann mal ins Questlog geschaut. Oh, verdammte Technik. Ist ja gut. Die Hauptmission. Ja gut, das kann ja nicht sein, was irgendwie zeitlich tickt. Gefährtenquest Zahn um Zahn, da muss ich halt die Typen da befragen. Das wird wohl auch nicht zeitlich ticken, aber hier kann bestimmt was dabei sein. Clanstreit. Eldor, zweite Wache. Ich muss mit Eldor reden wegen. Aber das ist egal, das kann, glaube ich, auch warten. Was nicht warten könnte, wäre wahrscheinlich das hier, gerechte Strafe mit Stormson. Besonderes Stück, kann wohl warten, falsche Lehren. Kleriker, kann vermutlich auch warten. Elex wird den Mana schreien. Da weiß ich nicht. Das könnte auch sein, dass das nicht so lange warten kann. Das hier weiß ich auch nicht. Altlasten. Den Outlaw unten. Das wird wohl warten können. Es gibt immer was zu tun. Mit Irdu habe ich doch gesprochen. Das hier müsste doch abgeschlossen sein. Ich musste dann nur noch Ragnar Bericht erstatten, glaube ich. Weil Irdo hat ja nichts mehr zu mir gesagt. Hat auch die Setzerbrote nicht genommen. Aufbruch zu fernen Ländern wird wohl auch warten können. Gefährliche Überreste. Das wollte ich abgeben, richtig. Spurensuche. Ich glaube, ich gebe mal gerade bei Jora diese komischen Klerikerwaffen ab. Dann finden mich alle toll und kein Klauverdacht fällt auf mich. Ich habe ein paar Klerikerwaffen für dich.
Ein beachtlicher Fund. Aus ihnen kann ich sicher eine Menge Elix gewinnen. Dazu muss ich lediglich die Abdeckung von der Halterung lösen und dann... Erspare mir die Einzelheiten. Ja, ja, schon gut. Hier, dein Lohn. 100 Schmitter. Und das fand jetzt die gute Ute um. Die gute Reika bestimmt ganz, ganz formidabel, was ich gemacht habe. Ja, das ist erledigt. Bertram wird kochen, ist mir scheißegal. Solange er noch lebt, kann er gerne kochen. Und zwar für mich und die Berserker. Jo, Stormson. Dann bräuchte ich jetzt wirklich den Kollegen Duras. Stormson. Lass das lieber bleiben. Nee. Ethan, das ist die Queste spurlos verschwunden. Auf Karte markieren. Wo ist denn das wohl? Das ist da? Ne, das ist Angrim. Wo ist denn das? Da oben ist das. Ach du Kacke, ist das weit. Auweia. Mein lieber Duras, überleben wir das gemeinsam? Also überlebe ich das an deinem Heck? Weiß ich nicht, ich probier's mal. Wenn das nichts wird, dann breche ich das halt ab. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Du brauchst einen Waffengefährten? Na gut, ich bin hier gerade wohl entbehrlich. Ich werde allerdings gelegentlich mein Jetpack benutzen. Ich weiß, ich habe ja noch eins, das ich noch nicht zum Schlund gebracht habe. Kannst du denn damit umgehen? Du bist Berserker. Mach dir mal keine Gedanken. Ich werde schon klarkommen. Was hast du vor? Das werde ich unterwegs entscheiden. Wir treffen uns bei den Ruinen vor Goliath, wenn wir getrennt werden. Okay, ich bin dabei. Vergiss aber nicht, dass wir noch einen Mord aufzuklären haben. Mein Volk hat es immer wieder geschafft, die Alps zurückzudrängen. Nur mit der Kraft eines wahren Kriegers und der Magie. Mitkommen! Was ist denn das für ein Ton? Okay, er ist ein Ex-Alp, es passt. Mitkommen. Okay. Also ich als Duras würde jetzt natürlich eine scheuern wegen. Wie redest du mit mir, du Pimpf? Aber das ist ihm offenbar völlig egal. Mitkommen. So, wenn ich jetzt den Teleporter benutze. Moment, mal gerade gucken. Duras meckert nicht rum. Das hier ist ja, kleines Lager, ist ja ein bisschen in der Nähe, so halbwegs. Dahin teleportieren. Teleportiert sich Duras dann mit? Ja, tut er. Okay, von hier aus würde ich mal anfangen, mich mit Duras gemeinsam in Richtung Berserker und Stormson durchzuschlagen. Vorher würde ich aber ganz gern noch diese eine Kiste aufmachen, die ich ja mal gesehen hatte. Und, was ich auch vergessen habe, als ich mal hier war mit ihm... Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Ja. So ist das. Was glaubst denn du? Hier drin. Ich glaube, hier bin ich nicht hintergelaufen. Machen. Ist hier was? Ich habe ja gerade was gehört. Hier brennt noch meine Magnesiumfackel. Oh. Da ist was, da ist was, da ist was. Geh mal, Duras. Duras. Das Vieh mach ich. Ja, das will ich hoffen. Mach das mal. Okay, er hat die Akro. Das war nicht gut. Oh. Oh. Du was? Da hätte ich lieber sicherheitshalber noch einen Trank gesoffen, weil wenn der mich noch einmal gekriegt hätte, dann... Oh, war ja.
Ja. Nahkampf ist böse. 4 Zähne, einmal rohes Fleisch, Hornwolf. 4. Der quakt irgendwas. Hört sich an wie so ein komischer Goblin. Egal. Was ich eigentlich machen wollte, ich wollte nicht auf Hornwolfjagd gehen, ich wollte hier mal reingucken. Ah, schau an, hier ist noch was. Ein Dietrich. Ist das alles? Was ist das hier unten? Ah, hier ist sogar eine Tür. Die habe ich nie gesehen. Wo ist denn die? Ach, zum Wasser hin. Da, schau her. Ach, hier ist ein Ratten. Ah. Irgendwo draußen ist auch irgend so ein Gockel, glaube ich. Aber ich glaube, der findet den Weg hier nicht. Wobei, ich glaube, ich bin im Kampf. Ratteknochen. Schlafsack. Oder kommt der? Kleiner weißer Stein. Suppe. Ah, scheiße, der kommt. Du Rass. Mach ich platt. Ja, bitte. Das ist ein Truthahn des Grauens. Okay. Meine Oh, da ist ja noch was. Das Vieh mache ich platt. Oh. Danke, du Rass. Oh. Schwacher Kritter. Mann, ey. So. Ich sehe nichts mehr. Was ist denn hier irgendwo noch in der Ecke? Was? Hier. Kleiner Mana-Trank. Kalan, oh, diese doofen Kleriker, die gehen ja so auf den Sack. Jetzt schon. Ich glaube, hier habe ich alles. Dieses kleine Waschbecken, Igitt. Und hier in der Mitte auch nichts. Klebeband. Das sieht aus wie Klebeband, aber ich glaube, Moment mal. Die Tatsache, dass ich eine Fackel habe, heißt ja nicht, dass ich hier nichts aufheben kann, richtig? Nö. Okidoki. Dann bin ich hier, glaube ich, durch. Das nächste, was ich noch machen müsste, wäre es, da oben diese Truhe zu knacken im angrenzenden Sido. In Anbetracht der Episodenlänge, liebe Gewirrlinge, mache ich das dann aber erst im nächsten Teil. Bis dahin.